Ja, so könnt ihr euch alle wieder sammeln in der Taverne. Fim, hast du auch in der Blutgruppe übernachtet? Ja, klar. Neben meinem tollen Chorschrein. Ja, boah, Rafi, ich habe unten im Loch übernachtet. Boah, ich habe so einen Hunger und. Oh, Scheiße, ne, wir müssen irgendwo was zu essen auftreiben. Ja, warte, warte, warte. Irgendwo hier vorne, vorne vor. Ralf geht nochmal mit seiner Hand über sein Gesicht. Es schmiert sich immer noch Blut ins Gesicht. Ja, lass uns eben durch die Stadt laufen. Lass mal gucken, ob wir irgendwas zu essen kriegen. Boah, ich habe einen Hunger. Ich kann dir gar nicht genau sagen, worauf, aber ich habe richtig Hunger. Boah. Was ist jetzt gut? Da ein gutes Stück Fleisch. Vielleicht Ja, Wurst. das klingt gut. Schauen wir mal, gucken wir nach, ob wir irgendwas kriegen. Ja, wenn ihr nach draußen geht, könnt ihr sehen, dass wohl die ersten paar Händler ihre Sachen zusammenpacken. Könnt auch so ein paar erste Karren sehen, also ein paar Wagen, die jetzt gerade in Richtung Süden fahren mit gepackten 7 Sachen. Also nicht wirklich viel drauf, ein paar Säcke mit Korn oder sowas wird das wohl sein und ist wohl gerade irgendwie Aufbruchstimmung. Hey, wohin des Weges? Dann schaut mal so. Wir werden noch evakuiert, oder nicht? Ich hab dir die auch gesagt. Ja, ich wollte nur wissen, wohin des Weges. Ihr seid schon auf dem Weg zur Gründung. Okay. Habt ihr irgendwie ein Stück Wurst, was ihr uns verkaufen könnt? Wir brauchen das, also gut Wurst. Pass auf, ich gebe euch 2 Silberstücke für ein gutes Stück Wurst. Ja, da gebe ich dir meine Dann, Salami damit könnt ihr euch für. auf jeden Fall dann wieder, da wo ihr hinkommt, in die neue Region wahrscheinlich 10 Wurststücke kaufen. Ja, nee, klar, für ein Silber kriegst du meine Wurst hier. Ja, gib mir 2 Stücke und man gibt ihm auch 2 Silber dafür. Einfach komm und schmeiß Rafim die andere Wurst zu. Gute tapatische Rindswurst. Viel Spaß damit. Super, dankeschön. Jetzt Ich erstmal esse die dann verschlingen, in der Hoffnung, direkt. dass er seinen Hunger stillt. Das war nicht ganz lecker. Muss ich sagen. Ja, derweil am anderen Ende der Stadt bei dem Gasthaus Gräfin Svanja können die anderen ebenso nach unten treten. Der Gastwirt ist natürlich noch da, ist nicht einfach gegangen. Aber ihr könnt dann draußen vor dem Fenster sehen, wie dann viele Leute auch dann gerade gehen mit ihren 7 Sachen, irgendwelche krummen Stöcker mit einem verschnürten Paket hinten dran, mit dem sie jetzt ja auf Wanderschaft gehen. Ich nick die, gucke raus aus dem Fenster, aus dem Laden wahrscheinlich, und nicke den Leuten zu. Gute Sache. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das so schnell wieder sage, aber ein Hoch auf den Clan immer. Wir sollten uns jetzt dem Frühstück zuwenden, wir müssen zeitig los. Ach, mir ist übel da bei mir. Ich glaube, ich lasse es ausfallen. Fühlt euch auch so gerädert. Sollten wir uns nicht eigentlich besser fühlen, nachdem wir in einem Tempel waren? Ach, gütige Mutter Peroine, warum hast du uns verlassen? Was haben wir den Göttern getan? Außer diese Ketzer mit uns rumzuschleppen, aber. Ich werfe mal einen komischen Blick zu Jalan. Der geht dann zum Tresen. Rauf darauf und auf den Tresentisch. Wird. Entschuldigung. Ja. Wie steht's mit dem Frühstück? Hab keins. Also die Milch ist halt immer noch schlecht. Hat sich jetzt Die nichts Milch. geändert und das Brot, also ich kann euch halt so einen grünen Klumpen Brot anbieten, der ist halt komplett verschimmelt, sogar so ein bisschen weiß geworden. Ich weiß nicht, wie das innerhalb von 2 Tagen gehen soll, aber ist halt alles weg. Habt ihr Käse? Ein bisschen Käse kann ich euch noch geben, aber ich weiß nicht, ob der das funktioniert. Ja, Moment. Er macht wieder unter sich diese Luke auf und klettert wieder nach unten und kommt dann mit so einem großen Laib Käse wieder nach oben. Der Käse ist noch gut, das war eine gute Idee. Hat sogar selber schon unten ein bisschen angeschnitten, dass er gerade so sich ein paar Würfel in den Mund steckt und schiebt dir dann den Käseblock rüber. Kannst du selber was abschneiden. Da schneide ich mir ein Großstück ab und würde den Käse weiterreichen an Jalan. Guter Hier, esst was. Zwergenkäse. Esst was. Ich rieche da mal dran. Wenn er mich anschließend nicht übergeben möchte, wird gegessen. Er riecht ein bisschen nach Pilzen, aber das hat dir die Baronin ja schon erklärt. Ja, Zwergen essen halt. Es riecht immer nach Pilzen. Oh. Halt an, Ein Lagerfeuer? Kamin geben. Gibt's einen Kamin? Brennt der? Der Kamin ist an und brennt, ja. Also das Holz ist ein bisschen rauchig noch. Das liegt natürlich daran, dass es jetzt die ganze Zeit geregnet hat und das nass ist, aber es raucht und es ist warm und
Wunderbar, ich nehme mir Käse, ich spieße den auf den Dolch und dann mache ich mir Schmelzkäse. Mmh, lecker. Ja, so können dann auch schlechter gefrühstückt. So können dann auch Ömer und Rafim wieder zurückkommen mit einem großen Leib Wurst oder ja, so ein Wurststück, was ihr dann so halb schon mal, und dann könnt ihr das auch kombinieren, sodass ihr das dann so einen kleinen Topf tut, den Käse so anschmelzen, den ganzen Leib rein und dann noch ein bisschen Wurst anbraten über dem Lagerfeuer, dass ihr dann so ein sehr archaisches Frühstück mit Käse und Wurst euch da zusammen schmelzt. Man könnte war ihr Käse geschlafen? Nein. Also ich hab nach diesem Piranesegen jetzt geschlafen wie ein Engelchen heute Nacht. Als hätten mich die Götter persönlich geküsst. Richtig. Sicher, dass das nicht nur der Schnaps war? Nö, also ich fühle mich echt gestärkt, mir geht's gut. Ja, also der Piranepriester, der, ne, Daumen hoch, Piraine, richtig gut, richtig gut. Hat richtig gute Arbeit gemacht und ja. Ich kann mich, glaube ich, gar nicht genug bei Piraine bedanken dafür. Ihr sagt das seltsam. Warum? Weil ich froh bin, dass es endlich besser geht? Werdet ihr nicht auch froh, wenn es endlich besser geht? Ihr sagt das. Ist nichts, ist gut. Ich habe noch nicht genug geschlafen. Und ich muss sagen, immerhin hat die Sorin recht. Man hat schon schlechter gefrühstückt. Ihr hättet Blut spenden sollen, dann wird es euch besser gehen. Was soll das denn sein? Ich denke ja mal an Nadalas. Naja, Blut für den neuen Schrein. Für den Chorschrein? Ja, Blut spenden. Immer hast du? Nein, ich habe das erstmal nicht gemacht, weil ich mir dachte, nachher bin ich krank und das wäre nicht gerechtfertigt. Wenn ich wieder gesund bin, dann mache ich es auch. Auf dem Rückweg kommen wir bestimmt nochmal vorbei, dann komme ich nochmal. Ja, bis dahin sollte alles weg sein, hoffe ich. Ich halte es nicht für gut. Ich halte es nicht für gut, uns zu diesem Zeitpunkt mehr auszubluten, als wir eh schon müssen. Naja, es ist für die Götter. Was ist unser Plan jetzt? Wir haben auch diesen Brief von Answin von Rabenmund, nicht wahr? Gut, diese Dame soll ja wohl erstmal ihre... Was gehört denn jetzt alles zu? Also auf jeden Fall, die Leute sind jetzt schon dabei auszuziehen. Das scheint ja alles richtig zu fruchten. Guck mal draußen, die ganzen Karren, so viele Leute sind unterwegs. Wir verlassen die Stadt, das läuft. Wohin wenden wir uns als nächstes? Zu der Hexe oder geben wir den Brief ab? Hände hoch für jeden, der 2 oder 3 Tage lang nach Ochsenweide hin und dann wieder zurückreiten möchte, um einen Brief für Answin von Rabenmund abzugeben. Müssen wir ihn persönlich abgeben? Wir haben noch keine Zeit für so etwas. Wir haben Wichtigeres zu tun, als Botenjungen zu spielen. Wofür haben wir denn Söldner? Soll die das doch machen? Also ich bin auch dafür, wir geben ihn jetzt noch nicht ab. Haben wir denn gesagt, dass wir den in kürzester Zeit abgeben müssen oder dass wir ihn abgeben werden? Ich sagte, es wäre wohl ein fairer Handel. Ja, dann werden wir das auch tun. Man kann auch zu seinem Wort stehen. Man muss es nur eben Prioritäten setzen. Wir setzen doch Prioritäten, und zwar diese Menschen hier, die wir hier und in anderen Städten evakuieren, haben eine höhere Priorität als dieser Brief. Gott hat recht. Wir können ihn auf dem Rückweg abgeben. Oder, wenn wir Glück haben, treffen wir den Herrn von Ochsenweide sowieso bei der Schlacht in Wehrheim. Und spätestens danach geben wir dann einfach den Brief ab, wenn wir ihn sozusagen da nicht angetroffen haben, aus irgendeinem Grunde. Richtig. Was ist unser nächstes Ziel? Zurück zur Reichsstraße. Und dann nach Dalf. Erstmal nach Wittmannshus. Wir vermissen immer noch 3 Mann und einen. 3 Mann. Zwei Söldner, glaube ich, und. Sag ich ein... mal, 2 Mann und einen Geweihten. Oh, ihr wollt euch jetzt nie mit der Hexe anlegen, oder? Wir werden dieser Hexe einige eindringliche Fragen stellen. Wir können es nicht brauchen, dass jemand mit finsterer Zauberei auf der Reichsstraße sitzt und Leute in seinen Bann zieht, die durch wollen. Genau, Hexen, wenn wir es mit frevlerischer Magie zu tun haben, dann muss das natürlich dementsprechend dem nachgegangen werden. Die Feile des Lichts, sie haben doch, glaube ich, die Aufgabe, solche wirklich bösen, zauberfähigen Leute immer sozusagen zu bestrafen, oder? Nein, eigentlich ist die Bestrafung nicht unser Aufgabengebiet. Aber natürlich die Untersuchung von möglicherweise frevelhaften oder dämonischen Zaubereien. Ich dachte immer, Pfeile des Lichts kümmern sich selbst eher um abtrünnige Gildenmagier, so wie Abelmir. Das auch. Nee, nicht so ungut Abelmir. Und die Inquisition kümmert sich um Hexen und Druiden und habt ihr nicht gesehen.
Sicher, aber die Inquisition ist natürlich auf die Expertise der Pfeile angewiesen. Und diesmal sind wir, alles zusammen in einem. Und diesmal sind wir alles zusammen in einem. Also ich habe schon viel von Hexen gehört und das war nie was Gutes. Die machen immer ganz komische Sachen, die verfluchen einen und dann geht's einem ganz schlecht. Und man muss der Gerechtigkeit halber zugeben, dass es auch Hexen gibt, die von solcherlei lästerlichen Fähigkeiten keinen Gebrauch machen. Ja, aber da sollen schon ganz viele Fehlgeburten und sowas rausgekommen sein und Kinder, die Totgeburten waren, das sollen alles Hexen gewesen sein, habe ich gehört. So wie ich höre, Magistra korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ist die Hexerei noch viel schädlicher als die Magie, die an sich sowieso schon ist. Na, natürlich ist Magie an sich nicht schädlich. Es kommt immer darauf an, wie man sie einsetzt. Angenommen, man setzt sie natürlich zum Unwohle des Volkes ein. Ich wollte Selbstverständlich. Wenn ich ein Räuber bin und mit meinem Schwert unschuldige Bürger erschlage, ist das natürlich auch schädlich. Ein Schwert, das alleine losgelassen würde, da unkontrolliert, erschlägt nur für gewöhnlich keine unschuldigen Bürger. Lassen wir doch diese philosophische Diskussion für den Rückweg zur Reichsstraße. Sicherlich. Also ich gehe aber nicht innerhalb von 10 Metern von der Hexe, nur dass wir das kurz vorher besprechen. Die sind wirklich unheimlich. Achso, ihr fürchtet euch. Verstehe. Die machen schlimme Dinge mit uns normalen Menschen, die nicht zaubern können. Mhm. Habt keine Angst, auch finsterer Zauberei. Rares hält seine schützende Hand vor die Rechtschaffenen. Genau, das macht mir ja Sorge. Na, Chor hilft euch bestimmt auch. Alternativ sind... Chor würde mir aber sagen, dass ich mir eine schwere Balliste besorgen sollte und am besten der Alten von Entfernung in den Kopf schießen. Da wäre ich nicht dabei. Wir einfach, dass sie evakuieren soll. Sehen wir, wie sie reagiert und dann machen wir weiter. Ich haue Jalan auf die Schulter. Das überlasse ich ganz euch. Ihr könnt die bestimmt überzeugen. Naja, vielleicht ist sie auch irgendwie nicht so wie die örtliche Adlige hier und ihr kommt damit ihr besser klar. Wenn wir Glück haben, ist sie wie die Druiden und will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Sagt einmal, Answin, was ist denn die nächste Baronie? Mit wem müssen wir als nächstes sprechen? Das kommt natürlich mal drauf an, in welche Richtung wir reisen. Aber, Schwarzsichel. Also wir haben natürlich noch die Baronie Friedfang vor uns mit dem Baron Alrik von Friedfang. Wir haben die Baronie Opstein mit Baron Redenhardt von Berlinghahn Opstein. Wir haben die Baronie Mistelhausen, die Baronie oder gräflich ist es sogar, ich bin der Meinung sogar, dass gräflich Zippelding gehört doch schon zu Weiden. Ja, zumindest ist da ein Vogt eingesetzt, Vogt Harmwulf von Pantlariel. Wir haben die Baronie Ramholz mit Baronin Janilde von Keimalswalde, ein sehr mildtätiges Mütterchen. Dann haben wir natürlich noch Baronie Exmoos und die Vogtei Wolkenried. Eine ganze Menge also noch zu tun. Ich denke wohl... Baronie Devensberg, Aschefeld... Wir können uns wohl darauf verlassen, dass die Gräfin sich selbst oder die Untergebenen der Gräfin sich selbst um Teuf kümmern werden. Ich glaube, das Größte, was jetzt ansteht, wäre dann Galles, Baronie Galles. Ebenso. Erinnert mich noch einmal, wer herrscht dort gerade? In Galles, das hatte ich euch doch schon gesagt, hört ihr euch das nicht merken, Baron Raoul von Bernfang. Natürlich, Raoul von Bernfang. Wie konnte ich das nur vergessen? Falls euch, ich bin ja bereits gerade dabei, immer ein paar Sprachen beizubringen, unter anderem das Goblinisch. Falls unter euch jemand ist, der besonders gut weiß, wie man mit Firun-Kulten umgeht, der kann sich bei Baron Raoul von Bernfahren einige gute Punkte einhandeln. Gibt es in Galles nicht sogar einen Firun-Tempel? Ja, das hat, das hat unter anderem damit etwas zu tun. Ihr solltet nicht einfach euch auf euer Pferd konzentrieren, sondern ihr könnt auch die Reise nutzen, um zu lernen, so wie Ömer. Nandus sagt, Lernen ist wichtig. Um Goblinisch zu lernen? Ömer spricht sogar mittlerweile Istira, zumindest ein bisschen. Istira kann ich ja nachvollziehen, aber Goblinisch... Ich hab damals Goblinisch, sozusagen die ersten paar Brocken habe ich gelernt in Festung. Ist das nicht das, was die Elfen sprechen? Nee, Goblinisch ist das, was die Goblins sprechen. Nein, das andere. Das hätte ich jetzt aber auch gedacht. Ja,
Ist Diras das, was die Elfen sprechen? Muss man Abelmir, ihr seid sehr rassistisch, das möchte ich einmal sagen. Gerade ihr als Horasier solltet doch wissen, wie wichtig es ist, den Völkerkontakt mit allen anderen Völkern zu lernen. Sie sind durchaus interessant. Menschen? Verzeiht, Herr von Werheim, aber die Sprache von Zauberwesen und Ungeziefern zu erlernen, scheint mir doch gar unschicklich, wenn man von Stand. Seit wann sind Goblins Menschen? Sie sind kulturschaffende, humanoide Wesen. Allerdings keine menschliche Rasse. Ihr würdet eher beleidigt eine andere Art, keine andere Rasse. Ja, wenn Goblins kein Ungeziefer wären, dann hätte Rondrea nicht den Orden vom Theater gesegnet. Ja, die Theaterer, das sind eine ganz andere Riege. Aber ich habe für euch auch Rogolan im Gepäck, wenn ihr möchtet. Ich habe ein gutes zwergisches Buch, was ich euch ausleihen kann. Allerdings sind die Rogolan, die Sprache ist Rogolan. Und wisst ihr, wie die Schrift dazu heißt? Wisst ihr es? Ja, Rogolan. Angram. Die Schrift habe ich tatsächlich nicht gelernt, aber ich kann ein paar Brocken Rogolan sprechen. Ja, ihr solltet euch, wie gesagt, bei der Reise mehr darauf konzentrieren, etwas daraus zu machen. Und die meisten Zwerge wissen es nicht unbedingt zu schätzen, wenn man auf schlechtem Rogolan mit ihnen spricht. Die wollen viel lieber Geräte reden immer. Zumindest die ich kennengelernt habe. Vermutlich, weil ihr so beschissenes Rogolan redet. Ja, das ist der Punkt. Ja, ihr beleidigt die Sprache, indem ihr sie mehr in euren Bart nuschelt. Sie wird gegrummelt. Nein, aber wie gesagt, ich kann auch für euch, guter Freund Abel, mir kann ich auch imperiale Sprachen anbieten, also Aureliani. Das ist schon mir mein Metier. Ja. Anstatt Sprachen wie Goblinisch, vielleicht Ogerisch vielleicht noch. Macht euch nicht lächerlich, Oger sind keine kulturschaffenden Wesen. Doch, Orkisch. Ich kann euch auch Orkisch beibringen. Gut, machen wir uns auf die Reise, wir haben noch viel zu tun. Ich würde Antwin dann, wenn wir auf der Reise sind, auf Attack fragen, ob er mir Attack beibringen kann. Ja, er gibt dir das Zeichen auf Attack für okay. Ja, super. Und du kannst also sehen, er hat wohl, während er Attack gesprochen hat mit seinen Händen, hat er wohl mit seinem Fuß eine füchsische Rune gezeichnet, die das gleiche sagt. Ah. Er ist ein Fuchs, ein richtiger Fuchs. Gut, dann wollt ihr weiter nach Wittmannhus. Das sind 140, sind 14 Meilen. Wie lange dauern 14 Meilen aktuell? Etwa ein Zweidrittel Tag. Gut. Wir schaffen 20 Meilen offiziell am Tag aktuell. Ich dachte 25. 25, so, ja. Also so, ich sag einfach mal, gegen 15, 16 Uhr werdet ihr Wittmannhus erreichen. Ja, gut, ist nicht sonderlich spannend. Den Weg zurück über Rissfurt und Erlgau, den kennt ihr schon. Die Hügel werden wieder weniger. Vor euch ragt ein riesiger Wald auf, der Serdenwald. Ja, dann hinter Rodenfurt stoßt ihr auf Wittmannhus. Gehört natürlich auch zu der Grafschaft Zweimühlen. Wittmannhus selber ist ein kleines Dorf. Aktuell sind so 230 Leute anwesend. Es gibt ja auch viel Landwirtschaft und zwei Büttel sind gerade dabei beschäftigt, für Ordnung zu sorgen. Denn viele Bauern sind gerade dabei, ihre Sachen zu packen, irgendwelche Sachen, die dann auf der Straße stehen. Und die Leute beladen gerade ihre Wagen. Sieh da. Das Wort der Gräfin scheint bereits Nord erreicht zu haben. Preyers zum Gruße. Ja, Preyers, Ravia, willkommen in der Patient. Willkommen auf der Reichsstraße. Ja, ich bin der Büttel hier. Wir können dir helfen. Ja. Wohin reisen die ganzen Leute hier? Gibt es was Besonderes? Ja, wir reisen jetzt wohl. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich glaube, nach Werheim sollen wir. Ja, der Krieg soll hier durchziehen, ne? Ja, genau, das haben wir auch gehört. Vor einem halben Tag kam einer mit dem Pferd. Und der hat uns gesagt, wir sollen evakuieren. Hat dann wohl ein bisschen mit dem Bürgermeister gesprochen und der hat dann gesagt, ja, dann machen wir das so, wenn die Gräfin das will, dann folgen wir. Und jetzt sollen wir wohl, wir dürfen dann in Arvesheim und in Berla dürfen wir übernachten und dann sind wir, glaube ich, wieder in Werheim und dann dürfen wir uns da durch die Häuser fressen, hat sie so gesagt. Genau, 2 Wochen lang und dann geht's wieder zurück nach Hause. Ja. Das untote Heer marschiert hier durch, die haben kein Interesse, eure Essen zu plündern, aber ja, die sollten zumindest keine Lebenden vorfinden, die sie töten können. Und die Seelen entreißen. Sagt, kam hier zufällig vor einigen Tagen ein paar Reiter durch, ein Geweihter vielleicht? Ein paar Reiter, Richtung Westen? Zwei Söldner kamen hier neulich vorbei und 40 Rondrianer. Die Söldner. Hatten die einen Geweihten bei sich?
Die wollten, glaube ich, nach Wurzelocht oder so, haben sie gesagt. Ich habe dir nur gesagt, die sollen dann noch nicht hier abbiegen, sonst landen sie noch im Serdenwald, aber dann später, wenn sie in Talf sind, also zwei Dörfer weiter, da sollen sie dann nach Norden. Da kommen sie dann an Zollteich vorbei und dann kommt da Wurzflucht. Aber Wurzflucht ist ja nicht der Wurzenwald. Dann kommt nämlich erst Altdorf und dann kommt Zorken. Und wenn ihr dann hinter Kreuzmarkt seid, da dürft ihr nicht rechts abbiegen, sonst kommt ihr nur zu der Kohlemine und zu der Silbermine und nach zwei Mühlen. Aber da wollt ihr ja gar nicht hin. Ich dachte, nach zwei Mühlen. Nach zwei Mühlen kommt man nicht. Sagen wir, wer die Schulter, kommt man da hinten lang. Ja, da ist auch zwei Mühlen. Aber das ist ja gräflich zwei Mühlen. Das ist Wurzenwäldisch zwei Mühlen. Er schüttelt so ein bisschen unverständlich mit dem Kopf. Ihr seid das erste Mal in der Partien, oder? In der Tat. Ja, also, da ist auch ein Zweimühlen, aber das ist ja gräflich Zweimühlen. Oh, und die beiden habt ihr seitdem auch nicht mehr gesehen? Nö, es ist ja ein langer Weg. Was glaubt ihr denn? Nun gut, hab Dank. Ja. Aber ihr wollt in die andere Richtung, oder? Ihr müsst auch evakuiert werden. Ja, später. Können wir hier noch vielleicht irgendwie ein paar Biervorräte auffüllen? Und ein wenig Brot? Nee. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Seit ein paar, wann ist denn das? Ich glaube seit zwei Tagen. Zumindest kriegen wir kein Essen mehr. Also jetzt, wir haben noch so ein bisschen Fleisch und so, aber das Brot ist kaputt gegangen. Ich werfe mal einen vielsagenden Blick zu Iseron und Keras. Ach so? Aber trotzdem habt ihr vielleicht ein paar Biervorräte, die ihr teilen könnt. Ja, ich will mal nicht so sein. So ein bisschen Bier habe ich. Gutes Arvesheimer. Ja, mir geht's darum, um auf der Reise noch was zu haben. Vielleicht ein kleines Fässchen voll? Gut, kannst du das Fass habe ich nicht, aber du müsstest mal zu dem Händler gehen. Hey, Answin! Ja, was willst du? Ja, die wollen ihr Bier von dir kaufen, Answin. Ja, alles klar. Ja, Händler winkt doch rüber. Es steht dann so vor einer großen Scheune und kann euch dann ein kleines Fässchen Arvesheimer verkaufen. Ja. Ja, kauft immer direkt ein Fässchen Bier. Ich kaufe auch ein Fässchen und wenn er noch ein zweites hat, kaufe ich auch ein zweites Fässchen. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch auf Druiden hören will, aber nehmen wir mal eins mit. Ich stelle mich mal zu dem Händler dazu. Und, Entschuldigung, guter Mann. Hallo, ihr sagt uns etwas. Ich bin übrigens Answin. Zwinkert ihr dir zu? Tatsächlich, wer hätte es gedacht? Die Zwerge zum Gruße, Answin. Ich bin übrigens nicht verwandt mit den Rabenmundern. Und mit den Wehrheimern auch nicht. Wieso denn mit den Wehrheimern? Nichts. Ja, ich habe gehört, dass hier Vorräte verdorben sind. Ja, eine ganze Menge. Also zumindest das, was irgendwie vom Acker kommt. Das ist ja höchst ungewöhnlich. Würdet ihr wohl erlauben, dass ich mal einen Blick darauf werfe? Ich glaube, verbrannt haben wir es noch nicht, aber ihr solltet euch die Nase zuhalten. Das stinkt ganz schön widerlich. Ich glaube, da ist sogar auch eine tote Kuh oder sowas dabei. Irgendein Dapa drin. Ach, je, das ist ja fürchterlich. Kommt mal mit. Ja, führt er dich so ein bisschen außerhalb von Wittmannhus und kannst dann da sehen, wie da wohl ein paar große Säcke mit Getreide stehen. Und es hat dann auch schon durchgeschimmelt, durchgesapscht. Also so eine schwarze Flüssigkeit, die da rausläuft. Und du siehst da auch wieder eine verfaulte, verweste Kuh liegt. Boah, ein bisschen nasses Holz recht. Zum später anzünden, aber. Ja, ganz schön eklig, oder? Mhm, das könnt ihr laut sagen. Ich werde mir das einmal kurz ansehen, wenn ihr erlaubt. Einen Moment bitte. Ja, wenn ihr möchtet. Ja, und dann bereite ich mich darauf vor, einen Odem zu sprechen. Zeit lassen, Sichtbereich, dass ich halt den ganzen Haufen Kladderadatsch da so in der. Im Sichtbereich eben habe. Ja. Gib mir vorher. Ja, würfel erstmal den Odem. Und dann kannst du mir nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe hinterher würfeln, um magische Störung zu ignorieren. Denn er legt dir die Hand auf den Po. Ah, so das einer ist das. Das ist eine Störung, das ist nicht ein Praxisgrund. Ja, während du dich da so ein bisschen konzentrierst und dann den. Oder im Versuch zu rezitieren, merkst du dann wohl, wie die Hand erstmal auf die Hüfte wandert und dann so ein bisschen weiter runter. Ich habe übrigens vielleicht noch ein bisschen Brot oder so in meinem Schlafzimmer, müsste ich mal nachgucken. Ja, ich spreche also erst einmal meinen Zauber, Tevideas. Und dann sehe ich mir mal an, ob da irgendetwas rot aufleuchtet. Nichts. Sichtbereit ist schon drin, ne? Ja.
Ja, du weißt, dass das kein guter Odem ist, aber es leuchtet nichts. Ja, und dann titscht irgendwie so ganz reflexartig mein Ellbogen mal aus und trifft den Ansfin irgendwie. Ja. Ach, verzeiht. Mal so eine seid ihr, kein Problem. Ihr habt mich wohl erschreckt. Ja, ich werde euch schon bändigen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr gar nicht. Ich habe genug gesehen. Wir gehen wieder zurück. Das war schon? Na, schade. Du merkst wohl, wenn ihr zurückgeht, er riecht so ein bisschen an dir. Also hält immer so ein bisschen seine Nase an Richtung deines Halses und versucht so ein bisschen an dir zu schnuppern. Er ist eklig. Ich mache ein echt angeekeltes Gesicht. Ja, vor allem auch, weil du ein bisschen krank bist und schwitzt und das, du fühlst dich auch nicht ganz so gesund und wenn er da jetzt noch so hinterher ist, schon ein bisschen ekelhaft. Ich huste mal so demonstrativ, vielleicht rückt er dann ab. Es hilft. Ja, also von der Hexe werdet ihr nichts sehen und auch nichts von irgendwelchen Verfluchten oder so. Ja, den Bürgermeister seht ihr jetzt auf den ersten Blick nicht. Ihr könnt aber auch irgendwie noch fragen, wo der Bürgermeister ist. Meine, haben wir Grund. Passt auf, die Leute gehen alle. Und offensichtlich scheint niemand in seinen Bann, in den Bann der Hexe gefallen zu sein. Und offensichtlich sind unsere Männer hier nur einmal durchgekommen und seitdem nicht mehr gesehen worden. Ich glaube nicht, dass wir einen Grund haben, hier noch irgendwas anzuzetteln. Ich will, versteht mich nicht falsch, ich will. Aber wir haben nicht jetzt Verpflichtungen. Genau, wenn wir zurückkommen, wenn die Sache mit den Schwarzen Landen vorbei ist und wir dann Energie hier drauf verwenden können, wenn wir das dann auch noch sollen, dann ist das wahrscheinlich der richtige Moment und nicht vorher. Richtig, das muss alles in Ruhe untersucht werden und nicht... Verzeiht. Vielleicht ist auch dummes Gewäsch gewesen, dass sie eine Hexe ist. Deswegen sage ich ja. Der Ort scheint mir total friedlich zu sein, aber das kann man natürlich nicht sehen, einfach von vornherein. Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ja, der Perine Priester hat doch auch gesagt, das sind alles nur Verschwörungstheorien. Ja. Muss in Ruhe untersucht werden und nicht jetzt zwischen Tür und Angel, wenn wir in Wahrheit nach Galles müssen. Ja. Vor allem, wir haben sicherlich noch ein paar Stunden Tageslicht. Ich denke, wir können noch eine Weile reiten. Ja. Ja, wir haben sicher Wichtigeres zu tun. Ja, dadurch, dass ihr euch nicht lange hier aufgehalten habt, könnt ihr dann weiter nach Talf. Ein Dorf mit 500 Einwohnern und einem Rondra-Tempel und einer Imkerei. Hier kommt der Honig aus Tarpatien her, der dann für den Met benutzt wird. Vor allem gehört eben Talf auch noch zu der richtigen Baronie oder zu der Grafschaft. Und deswegen kommt hier der Met her. Unter anderem. Damit ein Rondra-Tempel. Genau, und ein Rondra-Tempel. Damit ist dann aber auch die Reise für euch beendet. Denn, naja, wir haben es jetzt 18 Uhr und damit beende ich die Runde.